Hier im Raum Stuttgart gibt es sehr viele Anthroposophen. Vielleicht fragt ihr euch, was das ist, und vielleicht habt ihr auch schon mal von Demeter Landwirtschaft gehört, biodynamischem Anbau, oder Veleda und Vala Medizin, die auf homöopathischer Basis aufbaut. Und Waldorfschulen gibt es Jahrhunderte und auch Waldorf Kindergärten. All dieses sind praktisch Früchte der Anthroposophie. Das ist eine Lehre, die Rudolf Steiner entwickelt hat. Ich habe mich damit viele Jahre beschäftigt, weil ich darüber meine Doktorarbeit geschrieben habe. Und ich freue mich, dass das Thema euch interessiert, dass ihr gekommen seid. Es wird heute doch sehr anspruchsvolles Thema sein, auch mit vielen Fachbegriffen. Ich bitte um Verständnis. Ich kann es auch nicht zu sehr vereinfachen, weil ich dann der Sache nicht mehr gerecht würde. Aber ich versuche so gut wie möglich alles zu erklären, mit Gottes Hilfe. Anthroposophie, um das gleich vorwegzunehmen, gehört zum Gebiet der Esoterik. Esoterik heißt griechisch nach innen gekehrt, das heißt geheim, das gleiche wie lateinisch Occultum, wovon Okkultismus kommt. Die Geheimlehre, die Geheimwissenschaft, wie auch Rudolf Steiner sein System nennt. Und auch viele Esoteriker sprechen eben von Geheimlehren, von okkulten Lehren. Wir werden ein bisschen heute Zeit brauchen, um das zu erklären, auch die biblische Antwort darauf zu hören, ob das mit einem biblisch gegründeten Glauben vereinbar ist oder nicht. Auch wenn ich solche Produkte nehme von Demeter oder Veleda und all meine Kinder in Waldorfschulen schicke und ob da Anthroposophie gelehrt wird oder nicht, ob das wirklich weltanschaulich neutral ist. Lauter solche Fragen werden uns heute beschäftigen. Und da es ja um Esoterik, um Okkultismus geht, wir haben auch schon gebetet und ich möchte ein Wort lesen aus 5. Mose 18 ab Vers 9. Da hören wir von etlichen okkulten Praktiken. Und wir hören auch gleich, was Gott, der lebendige Gott, dazu sagt. 5. Mose 18, ab Vers 9. Da steht, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln, also den Abscheulichkeiten dieser Völker zu tun. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Oder ein Wahrsager, ein Zeichendeuter, einer, der geheime Künste treibt, ein Zauberer, Bannsprecher, Geisterbeschwörer, Hellseher oder der die Toten befragt. Denn jeder, der solches tut, ist dem Herrn ein Gräuel und um solcher Gräuel willen vertreibt sie der Herr, dein Gott, vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott, denn die Völker, die du austreiben wirst, gehorchen den Zeichendeutern, also auch Astrologen zum Beispiel, und Wahrsagern. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas nicht gestattet. Wir sehen also hier Anthroposophie, Weisheit vom Menschen, Anthropos der Mensch, Sophia die Weisheit. Und wir werden folgende Überschriften, folgende Abschnitte betrachten. Zunächst mal die aktuelle Situation, dann der Begründer, die Definition, der Erkenntnisweg, das Weltbild und danach ein kurzes Lied singen. Und dann im zweiten Teil gehen wir auf die praktischen Anwendungen ein. Eurythmie, was ja Pflichtfach ist in den Waldorfschulen und Kindergärten, Waldorf-Kindergärten. Dann auch die Waldorfpädagogik selber, die Veleda- und Vala-Medizin, biologisch-dynamischer Landbau, also Demeter. Dann auch noch die Christengemeinschaft und schließlich Anthroposophie und New Age und ein persönliches Nachwort. So also der Überblick. Und ich möchte gleich sagen, die Anthroposophie ist im Kommen. Sie geht zurück hier auf Rudolf Steiner. Und viele Menschen suchen Alternativen zur bestehenden Gesellschaft, zu bestehenden Heilverfahren, zu bestehenden Landbauprodukten, weil man auch möglichst ohne Nebenwirkungen sich behandeln lassen möchte. Giftfreien Anbau finde ich auch grundsätzlich gut. Die Frage ist nur, ob Esoterik dann wirklich ein Ausweg ist oder ob man da nicht vom Regen in die Traufe kommt. Das ist ja die Frage, die wir uns stellen. Gehen wir nochmal zurück zum Überblick. Also zunächst mal die aktuelle Situation. Wie kam ich dazu, mich damit zu beschäftigen? Durch die räumliche Nähe zu einer Waldorfschule habe ich damals schon als Schüler, ich war im Gymnasium daneben, also nicht in der Waldorfschule selber, aber habe da vieles besucht und gehört, und es hat mich damals sehr beeindruckt, bevor ich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kam.
Es sind sehr gebildete Menschen, die sich mit sehr vielen Gebieten beschäftigen und die sagen, ihre Erkenntnis steht über dem normalen Glauben. Sie haben also höhere Erkenntnis. Das griechische Wort heißt Gnosis praktisch auch, also die über dem einfachen Glauben steht. Also sie denken also, dass sie mehr erkennen als die biblisch Gläubigen. Das ist so diese Grundansicht. Und mich hat das damals so, als ich dann zum Glauben an Jesus kam, so beschäftigt, dass ich gedacht habe, darüber möchte ich meine Doktorarbeit schreiben. Habe ich euch auch mitgebracht, werde ich am Schluss auch nochmal zeigen. Jetzt habe ich sie natürlich, die ist auf dem Büchertisch, am Schluss werdet ihr sie sehen. Ist Anthroposophie christlich, heißt sie inzwischen. Und das war also die Motivation. Und außerdem wollte ich eine Doktorarbeit schreiben über ein Thema, was nicht so fachspezifisch ist, denn Rudolf Steiner, und das bewundere ich durchaus bei ihm, der hat sich mit fast allen Wissenschaftsgebieten beschäftigt. Also mit Theologie, mit Landwirtschaft, mit Medizin, mit Kunst, mit Pädagogik, mit Geschichte, mit Esoterik sowieso. Also querbeet hat sich praktisch mit allem fast beschäftigt und überall seine Meinung dazu geäußert in vielen, vielen Vorträgen. Es gibt über 600 Bücher von ihm. Es sind auch viele mitgeschriebene Vorträge. Ich werde ihn nicht mehr ganz einholen. Ich habe etwa ein Drittel jetzt erreicht, dieser Buchzahl von Steiner, aber ist auch gar nicht mein Ziel, sondern es geht einfach darum, aus biblischer Sicht Aufklärung zu geben über diese Zeitentwicklungen. Nun, wer war Rudolf Steiner? Jetzt gehen wir weiter. Hier ist er abgebildet. Wir sehen also schon einen gewissen hypnotischen Blick. Das hängt ja auch an sämtlichen Waldorfschulen, seine Bilder, zum Beispiel dieses. Also nicht immer in die Augen gucken hier. Ja, es kann auch auf Fotografien noch eine gewisse Wirkung ausstrahlen. Und er lebte von 1861 bis 1925. In seiner Autobiografie mit dem Titel Mein Lebensgang berichtet er schon von frühen übersinnlichen Erfahrungen. Zum Beispiel, als er ein Junge war, damals an der österreichisch-kroatischen Grenze, wie ihm da, ich glaube, es war am Bahnhof in Potschach, ein Geist erschienen ist, der ihm Auftrag gegeben hat, für ihn zu wirken. Das berichtet er ganz offen, solche Dinge. Also er wurde früh eingeführt, auch durch andere Esoteriker, in den Okkultismus. Der Materialismus, also der Glaube, dass nur das Sichtbare existiert, der war ihm völlig zuwider. Und das ist natürlich ein Berührungspunkt, auch mit dem christlichen Glauben. Wir glauben auch, dass es mehr gibt als nur diese sichtbare Welt. Ja? Wir glauben auch, dass Gott jetzt für uns noch nicht sichtbar ist, aber er wird in Ewigkeit, werden wir dann den Herrn Jesus von Angesicht zu Angesicht schauen. Aber hier, Steiner, der glaubte eben auch, dass es höhere Geisteswelten gibt, die über dieses Sichtbare hinausgehen. Geisterwelten, höher entwickelte Menschen, die zu Engelwesen werden, dann auf den Planeten wohnen Geister. Christus auch ist ein Geist und solche Lehren hat er praktisch entwickelt. Nun, diese frühen übersinnlichen Erfahrungen. Dann hat er auch von verschiedenen Denkern und von Philosophen Impulse übernommen, zum Beispiel von Ernst Haeckel, einem der Hauptvertreter der Evolution neben Darwin. Haeckel war ja Materialist, der hat nur an diese irdisch sichtbare Welt geglaubt, nicht an eine unsichtbare Welt, und hat gesagt in seinem materialistischen Monismus, also diese Einheitslehre, dass alles aus der Materie entspringt. Es gibt keinen Geist eigentlich, sondern alles kommt aus der Materie. Steiner hat das herumgedreht und sagt, alles entspringt aus dem Geist. Es kommt alles aus dem Geistigen, ist praktisch gestürzt in die Materie und muss wieder emporgeführt werden zum Geistigen, zur Vergeistigung. Ja, also gewisse Ähnlichkeiten kann man aber vor sich sagen, auch zum christlichen Glauben. Wir glauben auch nicht nur an das Sichtbare, sondern auch an das Unsichtbare. Aber es ist doch eine ganz andere Geisterwelt, die bei Steiner, wir werden es gleich noch hören, zum Vorschein kommt. Steiner war auch geprägt von Friedrich Nietzsche, der heute wieder sehr aktuell ist mit dem Transhumanismus, nämlich Nietzsche, dieser atheistische Philosoph, der aus einem Pfarrhaus gestammt hatte, aber dann zum totalen Gottesleugner wurde. Er hat sogar ein Werk geschrieben mit dem Titel Antichrist. Und im Zarathustra, den vielleicht mancher kennt, wurde wunderbar vertont von Richard Strauss, Also sprach Zarathustra. In diesem Werk, was ja auch vom persischen Religionsbereich beeinflusst ist, da hat er vom Übermenschen gesprochen. Der Übermensch soll entstehen. Und Transhumanismus, heute will man ja Übermenschen konstruieren, Mensch und Maschine, Cyborgs, das verbinden, das ist Nietzsche. Steiner hat es aber anders ausgelegt, er hat es zur Vergeistigung geführt. Also nicht hier, dass man unseren Körper oder unseren Gehirn irgendwie in den Computer einpflanzt, damit wir ewig auf der Erde leben.
Ich glaube, das sind Anthroposophen auch nicht glücklich. Die sind ja Antimaterialisten. Aber Steiner hat deshalb ja gesagt, unser Geist muss sich immer höher entfalten und entwickeln. Und dazu dienten ihm auch zum Beispiel fernöstliche Quellen aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus. Aber er hat das verbunden mit einem esoterisch verstandenen Christentum. Das werde ich gleich noch erklären. Also wir sind immer noch bei der Steiner-Biografie. Und der war dann auch einige Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter am Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv. Also ein sehr gebildeter Mensch gewesen, das ist gar keine Frage. Und hat sich auch da mit diesen dichterischen und auch naturwissenschaftlichen Schriften von Goethe beschäftigt. Also ein regelrechter Goethe-Forscher. Und das Gebäude in der Schweiz heißt ja auch Goetheanum. Also von Goethe hat er sehr viel gehalten. Goethe war kein biblisch glaubender Christ, er war Pantheist, der an das Göttliche in allem geglaubt hat. So ähnlich wie der Hinduismus, ja, dass alles vergöttlicht sei, durch Geist durchströmt. Und von Goethe hat er auch den Gedanken übernommen der Urpflanze, nämlich dass es eine Urpflanze gibt, also ohne H, Ur, also so wie Urahnen, ja, also nicht die Ur, sondern Urpflanze, U-R, als übersinnliches Wesen. Und diese Urpflanze enthält alle anderen Pflanzen schon in sich und entwickelt sich alles daraus. Und so auch die Uridee. Der Kosmos ist eine Uridee und es ist eine Einheit von Mikro- und Makrokosmos, von Einzelseele und Weltseele. Und diese Einzelseele in uns, die muss mit der Weltseele schließlich eins werden, damit alles sich im Kosmos auflöst. Also wir sehen auch hier dieses pantheistische Denken, dass alles mit der Gottheit, pantheistisch verstanden, sich vereinigt am Ende. Und zwar durch Evolution, durch Höherentwicklung im Laufe der, und jetzt kommt die fernöstliche Lehre der Reinkarnation hinein. Also nicht, was die Bibel jetzt Wiedergeburt nennt, geistliche Neugeburt, sondern hier ist wirklich die Seelenwanderung gemeint, dass der Mensch immer wieder sich einen fleischlichen Körper sucht in der nächsten Generation und dann praktisch das wieder hineingeht in eine Fleischwerdung. Und so geht es über die Generationen zur Höherentwicklung. Dann war Steiner sehr geprägt von der sogenannten Theosophie. Die gab es ja auch schon im christlich-esoterischen Bereich. Ich spreche mal hier von Oetinger und ähnlichen Vertretern, sogenannte christliche Theosophen. Theosophie heißt Gottesweisheit. Und es gab aber auch diese ganz okkulte Weise der Theosophie bei Helena Petrovna Blavatsky und Henry Steele Olcott. Das waren die Begründer der Theosophischen Gesellschaft in Adya und in New York. Und 1875 war die gegründet worden und Blavatsky, die war praktisch man kann auch sagen, eine Hexe, ja, ein spiritistisches Medium, durch die Geister gesprochen haben. Allerdings wurde sie auch in der Coulomb-Affäre zum Beispiel des Betrugs überführt, dass irgendwelche Briefe von Mahatmas, von Geistern aus Tibet, aufgetaucht gewesen wären und die waren aber als Betrug dann entlarvt worden. Also es ist im Okkultismus auch immer sehr viel Betrug dabei, aber manche haben auch tatsächlich Kontakt mit geistigen, mit dämonischen Mächten. Das gibt immer diese zwei Varianten, nicht? Und Blavatsky einerseits Betrug, aber vielleicht auch mehr. Da waren sicher auch gewisse übersinnliche Einflüsse. Und Steiner, der wurde nun um 1900 Mitglied der Theosophischen Gesellschaft und bald darauf sogar Generalsekretär der deutschen Abteilung dieser Theosophischen Gesellschaft, also einflussreich. Aber es kam nach einigen Jahren zur Spaltung davon und dann gründete er 1913 seine eigene Vereinigung, die Anthroposophische Gesellschaft, die auch heute gerade im Stuttgarter Raum, natürlich auch in der Gegend von Basel, wo ja das Weltzentrum ist, Dornach, Arlesheim, wo sehr einflussreich wurde. Und da hat er seine eigene Lehre verbreitet, die ich euch jetzt gleich entfalten werde. Warum kam es zur Trennung von den Theosophen, die auch esoterisch denken? Nun, Annie Besant, eine der Nachfolgerinnen von Blavatsky und Olcott, die hat ab Beginn des 20. Jahrhunderts den Hindu-Knaben Jiddu Krishnamurti als den wiedergekommenen Christus ausgerufen, als den Weltenlehrer. Heißt der jemand Jiddu? Oder? Ja. Also, den hat sie als den wiedergekommenen Christus ausgerufen. Jiddu oder Jiddu Krishnamurti.
Aber das Interessante, der hat sich später selber von dieser Rolle distanziert und hat dann andere esoterische Werke geschrieben, war auch ein Verführer dann, ja, aber er war als Christus erklärt worden und Stein hat gesagt, nein, das kann nicht sein, er ist nicht der Christus. Und es gab auch andere Gründe, weil er den Plattenspiritismus abgelehnt hat bei Blavatsky und ihrer Nachfolgerin und anderes. Und dann hat er schließlich gesagt, nein, wir machen unsere eigene Gesellschaft auf, die anthroposophische Gesellschaft, jetzt ganz in Kurzform, ja. In meiner Doktorarbeit könnt ihr das alles ausführlicher nachlesen. Jetzt gehen wir mal weiter zur Definition. Also die Begriffsbestimmung. Was ist Anthroposophie? Die Theosophie auf Deutsch, das heißt Weisheit von Gott. Anthroposophie, da gibt es eine Definition für die Öffentlichkeit. Für die Öffentlichkeit. Und die lautet so, ihr könnt es hier lesen, Anthroposophie ist eine Erkenntnis, die vom höheren Selbst im Menschen hervorgebracht wird. Also es gibt im Menschen, da kommen wir jetzt zur Menschenlehre, ein höheres Selbst. Nicht nur das, was man hier sieht. Wir werden gleich noch hören, was das ist. Dann gibt es aber auch eine Definition für die Eingeweihten, für den inneren Kreis, der nicht für die Öffentlichkeit ist. Und die heißt, Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltall führen möchte. Was heißt das? Wer sich ein bisschen mit Hinduismus auskennt, also ist schon variiert, nicht der genaue Hinduismus, aber er knüpft an. Das heißt, unser Geist soll praktisch sich verbinden mit dem Geist im Weltall. Es soll praktisch eins werden, eine mystische Verschmelzung zwischen Einzelseele und Weltseele, hinduistisch gesagt zwischen Atman und Brahman, vielleicht schon mal gehört, oder westliche Esoterik spricht von Mikrokosmos und Makrokosmos. Wenn ihr euch mit Paracelsus und so weiter auskennt und anderen Esoterikern des Mittelalters, die haben ja auch schon von Mikro- und Makrokosmos geredet. Nun gehen wir weiter zum Erkenntnisweg. Hier seht ihr den Steinerschen Erkenntnisweg. Und da steht, also ich möchte, bevor ich das jetzt beschreibe, natürlich sagen, dass es ein gefährlicher Weg ist, wo man wirklich in Kontakt mit Geisteswelten hineingelangt, über die man, das sagt sogar Steiner, wenn man nicht sehr vorsichtig ist, keine Kontrolle mehr hat. Also er gibt auch Vorsichtsmaßnahmen und ganz genaue Denkschulungen und damit man ja nicht, ich sage es mal jetzt mit meinen Worten, in Besessenheit hineingerät. Ja, da waren da schon ein bisschen. Aber die Frage ist, ob der Mensch überhaupt von unten nach oben so streben darf, in eigenmächtiger Weise. Hat es nicht Gott uns verwehrt? Betrachten wir zunächst einmal diesen Erkenntnisweg. Das erste ist das Studium der Geisteswissenschaft. Seht ihr hier groß. Ihr müsst das Bild vielleicht ein bisschen verkleinern, dass man alles sieht dann, aber Sie machen schon recht. Also das Studium der Geisteswissenschaft. Gemeint ist damit vor allem, dass man die Bücher von Steiner liest und seine Vorträge, die auch gedruckt vorliegen. Das ist das Studium der steinerschen Geisteswissenschaft. Also gesagt, lest meine Bücher und lest sie, damit ihr euer Denken schult, euer Wesen verwandelt wird und eine ethische Schulung, aber lest sie möglichst vorurteilsfrei. Also öffnet eurem Geist dem, was ich euch sage. Ja, so beginnt ja jede Meditation. Wenn ich bei irgendeinem Guru bin, leg alles kritische Denken ab, öffne dich. Ja, also ist schon mal sehr gefährlich, wenn man diese Bücher ohne kritisches Denken vorurteilsfrei lesen soll. Dann kommt die zweite Stufe. Also ich empfehle euch das jetzt nicht, das zu machen. Ich muss einfach nur beschreiben hier. Das ist die Imagination, lateinisch imago, das Bild. Das heißt, man gibt sich sinnbildlichen, symbolischen Vorstellungen hin, Worten, Formeln oder Gefühlen, um sich vom physisch-materiellen zu lösen. Man soll aus diesem Körper heraus sich immer mehr bewegen. Wir kennen das ja auch, Verlassen des Körpers, Exkursion der Seele. Das beginnt jetzt mit diesen Stufen. Und dazu sind zum Beispiel Worte, die immer wiederholt werden. Es gibt auch solche Mantras im Anthroposophischen wie im Hinduismus, ja. Im Hinduismus zum Beispiel beim Yoga, Om und was da immer gemurmelt wird, das ist auch sehr gefährlich. Ja, Yoga, das führt natürlich den Menschen, ich habe das früher selber gemacht, bevor ich gläubig war, in Kontakt mit Geistwesen, über die man dann keine Kontrolle mehr hat. Mantras sind magische Worte oder Silben.
Es kommt zum Versenkung mit erhöhtem Wachsein, schreibt Steiner in seinen Schriften, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten. Und der Mensch, der fällt mit voller Bewusstheit in zwei Iche. In zwei Iche, wie würde man das nennen in der Psychologie? Schizophrenie, ja. Also ihr merkt, nicht, das ist nicht ohne. Dann gibt es ja noch weitere Stufen. Die dritte Stufe ist dann die Inspiration, von Lateinisch Inspiratio, das Einhauchen, etwas Einhauchen. Man steigt jetzt auf zum Lesen einer verborgenen Schrift, zum sinnlichkeitsfreien Denken. Also man muss nicht mehr die Welt vor Augen haben, man meditiert jetzt das in sich hinein und man tritt jetzt, wird ganz klar gesagt, durch die hellseherischen Organe, die ausgebildet werden, die Lotusblumen oder Chakren, kennen wir ja auch aus dem Kundalini-Yoga und so weiter, oder Reiki, da gibt es ja überall auch diese Chakren, dadurch kommt es zum Kontakt mit Geistern, mit Geistern. Also gute Geister können das nicht sein, weil der ganze Weg ja von unten nach oben geht, ohne vom lebendigen Gott, dass er sich offenbaren würde, sondern der Mensch strebt hellseherisch von unten nach oben. Man kann also wirklich da nur warnen. Und so geht es auch weiter. Die vierte Stufe, die Intuition, im steinerischen Sinne jetzt von Lateinisch intuere betrachten. Das heißt, dass man jetzt völlig eins wird mit diesem Geistwesen. Also theologisch ausgedrückt, letztendlich doch eine Art Vereinigung mit Geistwesen. Man kann auch sagen, besetzt sein oder Besessenheit. Also ihr merkt, die Menschen, die das machen, die wirklich das betreiben, die geraten, wenn sie hier unkritisch das alles verfolgen, in Besessenheit hinein. Und dann gibt es noch weitere Stufen bei Steiner. Die heißen dann, die nächste Stufe, Erkenntnis der Verhältnisse von Mikrokosmos und Makrokosmos, also hinduistisch von Atman und Brahman. Genau, damit ich es auch lesen kann, vergrößern Sie es. Von Atman und Brahman. Und dann ist die nächste Stufe, das Einswerden mit dem Makrokosmos. Man verschmilzt jetzt mit dem, was man so als Gottheit versteht. Und dann das Gesamterleben der vorherigen Erfahrungen als einer Grundseelenstimmung. Man hat dann die Liebe, den Frieden gefunden, so wie bei einer esoterischen Meditation, wo auch immer gesagt wird, jetzt bist du angekommen, jetzt hast du den Frieden. Aber im Grunde ist es falscher Friede. Und warum? Ich möchte mal die Kritik zusammenfassen. Es ist einerseits anzuerkennen, dass sich Rudolf Steiner abgrenzt gegen den niederen Spiritismus, wo ja direkt man in einer Seance ist, den Kreis schließt und dann den Geist beschwört. Auf die Weise nicht, sondern er sagt, durch konzentrative Übungen gelangen wir in die höheren Geisteswelten. Also er versucht nicht so durch Beschwörung von Geistern, sondern indem man sich selber konzentriert, zum Beispiel auf ein Samenkorn oder vielleicht sogar auf ein Kreuz. Das kann sich ja alles auch sehr fromm tarnen. Ja? Also da muss man auch aufpassen, wenn diese Dinge missbraucht werden für unbiblische Praktiken. Die Gefahren sind dann eben die Entpersönlichung, die Ausschaltung des kritischen Denkens, Schizophrenie, die Öffnung für dämonische Mächte. Und wir sehen, dass es ein Glaubenssystem ist mit autoritärem Charakter. Das habe ich in meiner Dissertation ausführlichst herausgearbeitet, weil nämlich die steinerischen Schriften maßgeblich sind. Und wenn man jetzt beansprucht, man sei eine Wissenschaft, eine Geisteswissenschaft, analog zur Naturwissenschaft, wird ja behauptet, dann müssten aber diese Ergebnisse auch nachprüfbar sein, die Steiner beschreibt und die Welten, die er geschaut hat. Nun aber, wenn wir lesen bei seinen Schülern, einer seiner Hauptschüler war der frühere Theologe Friedrich Rittelmeier, der Hauptbegründer der anthroposophisch inspirierten Christengemeinschaft. Rittelmeier hat in seinem Werk Theologie und Anthroposophie Folgendes geschrieben. Hier haben wir also, was Friedrich Rittelmeier dazu sagt. Er sagt, Steiner gab nur ganz wenigen Menschen Ratschläge für die Ausbildung der höheren Erkenntnisorgane, weil er nur die für geeignet hielt, dass sie überhaupt so weit sind, um das zu tun. Und diese Menschen, wörtliches Zitat, sind nicht entfernt so weit gekommen, dass sie Steiner in allem seinem Forschen nachprüfen könnten. Nicht entfernt so weit gekommen. Und dann schreibt er noch, unter ihnen sind aber nicht wenige, die Anfänge von Erfahrungen gemacht haben. Zitat Ende. Also wir merken, das steht auf sehr wackeligen Beinen. Man braucht hier viel Vertrauen, um nicht zu sagen Glauben an Rudolf Steiner und seine Schauungen.
Und deshalb habe ich gesagt, es ist ein Glaubenssystem mit autoritärem Charakter, ein Alternativglauben zur Bibel. Man kann auch sagen, ein Aberglauben. Ja, Alternativglauben zum rettenden, echten Glauben ist alles Aberglauben, auch wenn er sich noch so wissenschaftlich nennt. Auch wenn Anthroposophen zuhören, möchte ich einfach bitten, denkt einmal darüber nach, habt ihr die gleichen Erkenntnisse wie Steiner selber so geschaut, diese ganzen Welten, die Mondengeister, die Sonnengeister, die Lemurier, die Atlantier, die Arier und die ganzen Rassen, die er auch gelehrt hat. Ist ja auch bei Steiner werden solche Lehren gebracht, aus dieser Zeit alles. Habt ihr das auch alles so geschaut? Ich denke nicht, denn selbst Rittelmeier, einer seiner Meisterschüler, Hauptschüler, sagt, es gibt nur einige, die Anfänge von Erfahrungen gemacht haben. Das ist sehr, sehr schwach, sehr schwaches Argument. Nun ist es aber so, möchte ich nochmal einen Schritt weitergehen. Es geht ja Richtung Bibel. Rudolf Steiner hat ja auch viele Vortragszyklen gehalten über die Bibel. Damit habe ich mich ausführlich beschäftigt. Er hat das Johannesevangelium ausgelegt, das Markus-Evangelium und viele andere Stellen. Und man muss aber schon eher sagen, eingelegt statt ausgelegt. Er hat eben seine esoterische Lehre hineingedeutet. Aber so dürfen wir an die Bibel nicht herangehen. Wir müssen uns immer wieder von dem Wort, wie es geschrieben steht, korrigieren lassen. Aber eine sektenhafte Auslegung ist es dann, wenn man etwas hineinlegt, was man vorher schon als Meinung hat, und dann biegt man die Stellen so lange zurecht, bis sie in das eigene System passen. Dagegen wehre ich mich, auch wenn es im christlichen Bereich ist. Da gibt es auch manchmal Lehrsysteme, die biegen sich Stellen so lange zurecht, bis sie in ihr eigenes Lehrsystem passen. Ich will jetzt hier nicht konkreter werden. Also auch da müssen wir sehr wachsam sein, liebe Geschwister. Sicherlich, wir haben alle unsere Prägung. Ja? Aber ich darf wirklich ernsthaft sagen, ich habe mich schon oft korrigieren lassen dürfen, bin Gott dankbar. Und ich gehöre keinem festen Lehrsystem an. Ich lasse mich immer wieder von der Bibel hinterfragen. Ich denke, dass das vielleicht die gesündeste Haltung ist, als wenn ich sage, jetzt bin ich Calvinist, jetzt bin ich Darbist, jetzt bin ich Lutheraner, jetzt bin ich das oder jenes. Versteht ihr, was ich sagen will? Nicht Menschen folgen, sondern immer wieder vom Wort her sich korrigieren lassen. Wobei alle diese Menschen auch einiges Gute entdeckt haben, aber auch manches, was nach meiner Meinung nicht biblisch ist. Aber okay, da wollen wir demütig sein und barmherzig miteinander. Und Steiner hat natürlich sein anthroposophisches Christentum verkündet. Er hat auch ein fünftes Evangelium hellseherisch geschaut. Ein fünftes Evangelium, es gibt nur vier, ja. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Aber er hat ein fünftes Evangelium, da gibt es auch so einen Zyklus, der so heißt, geschrieben. Also gesprochen, es wurde alles dann mitstenografiert. Damals gab es noch, und er wollte auch keine Tonaufnahmen, die haben alles stenografiert. Und wie kam das zustande, dieses fünfte Evangelium mit neuen Offenbarungen über Christus? Und wir sehen, die Anthroposophie gehört auch zu den vielen Neuoffenbarungsbewegungen, wie auch die Mormonen, die Zeugen Jehovas, auch die Neuapostolen durch ihre Apostel und so weiter, was es alles gibt. Das sind alles Neuoffenbarungsbewegungen, wo zur Bibel etwas hinzugefügt wird. Auch bei den Extremcharismatikern gibt es das. Ja, ich, der Herr, sage euch, auch da müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir merken, es ist immer wieder der gleiche Geist, der sich nicht ans Wort Gottes hält. Denn am Ende der Bibel steht, wer etwas hinzufügt zu den Worten dieses Buchs der Weissagung, dem werden die Plagen hinzugefügt, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und da die Offenbarung das letzte Buch der Bibel ist, ist die Bibel abgeschlossen. Wir dürfen uns nicht erdreisten, irgendwas daran zu verändern oder hinzuzufügen. Auch nicht durch falsche Übersetzungen der Bibel. Auch gefährlich. Also, was macht jetzt Steiner? Er liest in der Akasha-Chronik. Akasha-Chronik, das schreibt sich A-K-A-S-H, ist auch so ein Sanskritwort und das heißt der Weltenäther. Und darin seien alle Geheimnisse festgehalten von Anfang bis Ende der ganzen Weltgeschichte. Und der Hellseher, hier spricht Steiner jetzt von sich selber auch als Hellseher, hat die Gabe, in dieser Akasha-Chronik zu lesen und dadurch die Bibel zu ergänzen. Er bekommt also Offenbarungen zum Beispiel über die Kindheit Jesu, die nirgends geschrieben stehen. Oder über Dinge, die Jesus getan hat, die nicht in den Evangelien stehen. Wird behauptet. Aber wir merken, das widerspricht der Bibel selber. Und deshalb kann es nicht von Gott sein. Ist doch ganz logisch. Wenn die Bibel selber sagt, ihr dürft nichts mehr hinzufügen, und dann kommen Menschen und behaupten, sie haben jetzt da neue Offenbarungen, dann ist das nicht von Gott, sondern vom Widersacher.
Und wie macht Steiner das? Zum Beispiel die Schlachten Cäsars kann er nacherzählen, indem er sich in den Geist Cäsars versetzt und von Cäsar aus das alles nochmal miterlebt. Ganz unheimlich, ja? Und wie erlebt er die Taten Jesu mit? Indem er, jetzt, da ist er ein bisschen vorsichtig, er sagt nicht, dass er sich in den Geist Jesu versetzt, aber er schreibt in seinen Auslegungen, dass er sich in den Geist der Jünger versetzt, die Jünger Jesu. Mit denen nimmt er Kontakt auf, praktisch Totenbeschwörung, wenn man so will, auf wissenschaftlich verbrämte Art, und sagt, so erlebt er die Taten Jesu mit. Könnt ihr alles in seinen Vortragszyklen nachlesen. Da beschreibt er haargenau, was er über die Jünger alles offenbart bekommt, also die längst verstorben sind zur Zeit, als Steiner lebt. Also es ist nichts anderes als Spiritismus. Und denkt an die Stelle vom Anfang, die ich gelesen habe, ihr sollt euch nicht zu den Totengeistern wenden und Toten beschwören. Also das ist Gott ein Gräuel. Da kommt der Mensch in dämonische, finstere Bindungen hinein. Interessant ist aber auch, dass diese sogenannten Hellseher zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Zum Beispiel nehmen wir nur mal den Streit zwischen Steiner und Blavatsky und ihren Nachfolgerinnen. Annie Besant lebte zur Zeit von Steiner dann auch noch. Wieso haben die sich unterschiedlich aus der Akasha-Chronik Erkenntnisse geholt? Warum sagt Annie Besant, Krishnamurti ist der neue Christus? Das habe ich aus der Akasha-Chronik gelesen. Und Steiner sagt, er ist nicht der neue Christus. Ich selber bin einer, der die Erleuchtung jetzt hat. Ja, quasi der Konkurrenz. Also es kann nicht sein, dass beide da drin lesen. Abgesehen davon, dass die Bibel das verbietet. Und ich denke, es ist viel Wichtigtuerei und es ist auch finstere Einflussnahme aus der Geisterwelt. Und das sehen wir jetzt auch im Weltbild. Gehen wir weiter zum Weltbild. Nun, was sagt die Bibel, wie wir Menschen strukturiert sind? Wir sind Seele, eine lebendige Seele, in die Gott einen Geist hineingeschaffen hat, den lebendigen Geist in uns, und er hat uns aus Materie gebildet, aus Erde. Also Geist, Seele und Leib. Man kann jetzt, ich sage jetzt nicht so gern drei Leiber, aber drei Elemente des einen Menschen. Physisch ein Leib, wir bekommen nach dem Tod, wenn wir in Christus sind, einen neuen herrlichen Auferstehungsleib. Und, aber unsere Geistseele, die lebt weiter. Aber bei Steiner ist es viel komplizierter. Der hat 7 Leiber propagiert. 7. Da ist zunächst mal der physische, stoffliche Leib. Klar, ja, also kann man anfassen, unser irdischer Leib hier. Dann hat er aber, und da sehen wir das ganze okkulte System, den Ätherleib verkündigt. Ihr kennt ja bestimmt auch diesen ganzen Geisterberichten, der Äther und der Astralbereich. Genau das finden wir hier. Dann gibt es diesen Ätherleib, das ist ein übersinnlicher Formleib oder Lebensleib, der praktisch sich anknüpft an den physischen, dann aber auch den Astralleib. Der kann den irdischen, den physischen Leib verlassen, der Astralleib. Astra, der Stern, der kann also zum Beispiel beim Schlaf oder zwischen Tod und Neugeburt, Wiederverkörperung, kann der sich im Weltall aufhalten, dieser Astralleib, kann also Planetenreisen machen. Die Astrologie strömt hier auch hinein, ne? Auch die Zeichendeuterei, die auch Gottes Wort uns verbietet. Und dann gibt es den Ich-Leib. Der Ich-Leib hat jetzt die große Bedeutung, das ist praktisch das, was mit der Bewusstseinsentwicklung des Menschen zusammenhängt, damit wir uns höher entwickeln können. Und zwar durch Reinkarnation und Karma, also Seelenwanderung und Schicksalsgesetz, über die Stufen Geist selbst und Lebensgeist bis hin zum Geist des Menschen. Dann sind wir ganz vergeistigt. Das ist so das Ziel der Anthroposophen. Aber manchmal, wenn man so sieht, wie sie dogmatisch auf Steiner fixiert sind, sprechen viele auch von versteinert, Versteinerung, Rudolf Steiner. Aber das Ziel von Steiner ist aus dieser, ich sag's mal, das ist ein bisschen lustig, aus dieser Versteinerung herauszukommen, aus diesem Materialismus, hin zur Vergeistigung. Das ist eigentlich das Ziel. Könnt ihr noch folgen oder ist es zu kompliziert? Ich vereinfache schon sehr, also Anthroposophen, die zuhören, mögen entschuldigen, aber ich muss ja auch für die allgemeinen Menschen versuchen, das zu erklären. Ist ja jetzt nicht hier jeder ein Anthroposoph, hoffe ich mal. Ja. Ja, also über Evolution geht es dann immer höher bis zum Geist des Menschen. Und nun ist aber so, jetzt kommt dann Christus ins Spiel. Das interessiert uns ja, ich denke, die meisten hier sind Christen. Welche Rolle spielt jetzt Christus in diesem System? Und das ist ja so, dass Steiner die christliche Variante sein wollte, im Unterschied zur
Theosophie. Nun, es ist so, dass diese Aufwärtsentwicklung des Menschen über physischen Leib, Ätherleib, Astralleib, Ich-Leib, Geist selbst, Lebensgeist, ihr seht es hier, zum Geist des Menschen, dass die gestört wurde, diese Aufwärtsentwicklung. Man kann statt Geistesmensch auch die Gottähnlichkeit setzen oder die Ich-Verwirklichung. Man spricht auch in der Esoterik von Selbstverwirklichung, Self-Realization. Auch da haben wir wieder einen Zusammenhang. Und warum wurde das gestoppt? Nämlich dadurch, dass der Mensch zu früh nach Gottähnlichkeit gestrebt hat oder Geistesmenschen-Dasein. Zu früh. Und zwar, als er noch nicht seinen Ich-Leib ausgebildet hatte. Er hatte erst, als er nach dieser Vergottung gestrebt hat, hatte er erst den physischen Leib, den Ätherleib, den Astralleib. Laut Steiner. Ist natürlich alles Quatsch, aber ich zitiere es hier mal, ja. In der Bibel steht kein Wort von sowas. Aber hier wird es so behauptet. Und hätte er schon den Ich-Leib gehabt, dann wäre alles geordnet weitergegangen. Das müsst ihr jetzt verstehen, wenn ihr die Christologie in Steiners System verstehen wollt. Also vielleicht mal ein bisschen lüften, dass ihr wieder Luft habt. Genau, dann kann man besser folgen. Also es ist zu früh erfolgt, als das Ich noch nicht ausgebildet war. Und jetzt kommt 1. Mose 3, der Sündenfall. Wäre dieses Wort, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott, das sagt ja die Schlange, inspiriert vom Teufel. Wenn das wäre, das zu der Zeit erfolgt, wo der Mensch schon den Ich-Leib ausgebildet hätte, den vierten Leib hier, dann wäre alles gut weitergegangen. Dann hätten wir uns schon längst zur Gottheitsstufe entwickelt. Übrigens auch bei den Mormonen gibt es eine ähnliche Lehre. Da haben wir auch den Spiritismus, ja, diese Höherentwicklung und auch bei universellem Leben und wie die ganzen Sekten heißen. Das nur nebenbei. Wir sehen hier den parallelen Geist, der das inspiriert. Nicht? Immer wieder dieser spiritistische Geist von unten, der den Menschen einredet, ihr werdet sein wie Gott. Die Selbstvergottung des Menschen. Und nun wird tatsächlich gesagt, das ist nur zu früh passiert, dieser Sündenfall. Wäre das später passiert, wo das Ich schon ausgebildet war, dann wäre das normal weitergegangen. Aber jetzt hat diese Materieverstrickung stattgefunden. Ahriman, jetzt kommt ein neuer Name ins Spiel, Ahriman. Das ist, also der Teufel wird bei Steiner aufgeteilt in Ahriman und Luzifer, ganz kurz gesagt. Ahriman ist das verhärtende Prinzip, der Materialismus. Und Luzifer ist der Lichtträger, der den Menschen Impulse zur Vergeistigung, zur Höherentwicklung gibt. Und Ahriman hat den Menschen in die Materie verstrickt und der übergeistige Luzifer, der möchte ihm helfen. Es gab auch eine Zeitschrift Luzifer-Gnosis, aber das ist alles zu früh geschehen. Und deshalb musste, als die Zeit erfüllt war, der Christus kommen. Jetzt kommt der Christus ins Spiel, aber ein ganz anderer Christus, als wir ihn kennen. Und zwar ist der Christus für Steiner der Sonnengeist. Der Sonnengeist, es leben ja auf allen Planeten Geister. Auf der Sonne leben Geister, auf dem Mond, auf dem Merkur, auf dem Mars, überall leben Geistwesen. Und der Anthroposoph versucht ja, in Kontakt mit ihnen zu treten. Und der Christus, Sonnengeist, der kann die Verstrickung in die Materie aufheben. Müssen wir mal weitergehen. Also hier seht ihr jetzt Christus, Sonnengeist, so einige Begriffe. Da habt ihr auch links jetzt den Ahriman, der wirkt verhärtend und materialistisch. Und rechts Luzifer, übergeistig, als Lichtträger. Und dann gibt es die Mondgeister auf der Seite des Verhärtenden. Und rechts die Sonnengeister, wovon Christus der Führer ist, dieser Sonnengeister, nach anthroposophischem Weltbild. Also wir haben hier Naturmythologie pur. Nicht? Naturmythologie pur. Und nun war der Mensch ist immer noch in die Materie verstrickt. Und Christus kann die Wiedervergeistigung dem Menschen folgen, schenken. Und zwar ist es auch so, dass Jahwe, der Gott des Alten Testaments, auch als verhärtende Substanz oder verhärtender Elohim gewertet wird. Das kann ich jetzt hier nur erwähnen. Man teilt also auch das auf, den Gott des Alten Testaments und Christus. Und Christus selber wird nochmal aufgeteilt in Christus, Sonnengeist. Und, jetzt wird es noch bunter, zwei Jesusknaben, die im 12. Jahr miteinander verschmelzen. Und jeder hat zwei Leiber, der eine den physischen Leib und den Ätherleib, der andere den Astralleib und den Ichleib. Und die verschmelzen miteinander. Der eine verkörpert die Buddha-Strömung, der andere die Zarathustra-Strömung.
Und hier bekommen wir jetzt die Religionen alle in einen Topf. Ja? Jetzt kommt der Buddhismus und der Parsismus und letztendlich auch noch andere Religionen, alle in dieses gewaltige, gnostisch-anthroposophische System hinein. Ihr merkt also, wie faszinierend das für solche Leute sein kann, die da drin sind. Ah, wir haben jetzt so den Buddhismus drin, wir haben die Sonnenreligion der Perser jetzt drin, wir haben die Naturmythologien, alles mit drin. Der pure Synkretismus, Religionsvermischung. Da merken wir auch, wie es in die antichristliche Richtung geht, auch wenn hier von Christus geredet wird. Und das sage ich mal, Raffinierte, aber auch Gefährliche ist, dass in Christus selber die ganzen Religionen jetzt vereinigt werden. Buddhismus, Persismus und noch alles mögliche andere. Und zwei Jesusnamen, die indische Buddha und die persische Zarathustra-Strömung. Bei der Jordantaufe Jesu verlässt das Zarathustra-Ich den Jesusleib und das Christus-Ich tritt, symbolisiert durch die Taufe, als Christus-Sonnengeist in die Jesus-Hülle hinein. So wird also bei Steiner immer wieder geschrieben. Der macht also aus Jesus und Christus zwei Prinzipien, während ja in der Bibel Christus ein Würdetitel ist. Das heißt einfach, Jesus von Nazareth ist der Christus, ist der Gesalbte. Aber das wird hier aufgeteilt und nochmal aufgeteilt in zwei Jesusnamen. Mit den Stammbäumen versuchen sie es zu erklären, aber die unterschiedlichen Stammbäume bei Lukas und Matthäus habe ich auch in meiner Doktorarbeit erklärt, kann man auch anders erklären, dass der eine auf Josef, der andere auf Maria zurückgeht, zum Beispiel, oder Liberatsehe beim Vater von Josef. Also gibt es viel bessere Erklärungen als diese absolut abenteuerliche Spekulation von zwei Jesusnamen. Es hat vor Steiner noch kein Mensch sich sowas ausgedacht. Ja. Also, aber Anthroposophen glauben daran und können dadurch die ganzen Religionen hier vermischen. Und nun, wie erfolgt die Erlösung in der Anthroposophie? Die Erlösung heißt ja Wiedervergeistigung, dass der Kosmos wieder geisterfüllt wird, dass die Materie, die Verhärtung aufhört und dass alles in den Kosmos der Liebe mündet. Nur das geschieht, und ich weiß, das ist jetzt alles aus unserer Sicht gotteslästerlich, aber ich muss es doch kurz erklären, durch das sogenannte Mysterium von Golgatha. Mysterium heißt Geheimnis von Golgatha. Und da wird gesagt, das Blut des am Kreuz Hängenden, also das ist ja nur durch die Jesushülle. Der Christus Sonnengeist hat den gekreuzigten Jesus vorher verlassen, laut Steiner. Der fliehende nackte Jüngling würde das darstellen, der da geschildert wird an einer Stelle. Das sei der Sonnengeist, der aus der Jesushülle herausgegangen sei. Und nun hätte, aber das Blut war umgewandelt. Das Blut war mit Sonnenenergie angereichert. Sehr modern, ja, heutzutage Sonnenenergie. Mit Sonnenenergie angereichert. Und indem dieses Blut der Jesushülle, in der Christus Sonnengeist war, in die Erde getropft sei, dieses verwandelte Blut, dann sei die Sonnenkraft in die Erde, Erdenaura hineingekommen und jetzt hat sich die Erdenaura verwandelt und jetzt ist die Vergeistigung des Kosmos wieder möglich. Ausgehend vom Mysterium von Golgatha kann alles umgewandelt werden, vergeistigt, sodass alle Planeten am Ende sich vereinigen zum Kosmos der Liebe, in dem der Sonnengeist praktisch den Evolutionsimpuls gegeben hat. War das noch verständlich? Also ich habe 8 Jahre mich mit diesem Thema herumgeschlagen. Ich kann nicht verlangen, dass er das jetzt in einer Stunde alles versteht. Ich müsste es auch nicht alles verstehen. Aber ihr seht, biblisch gibt es ja überhaupt keine Anhaltspunkte. Ja? Das ist also reine Esoterik und Naturmythologie, die in die Bibel hineingetragen wird. Und es ist auch geschmacklos. Es wird wie mit einer chemischen Reaktion gleichgesetzt quasi, obwohl man ja antimaterialistisch denkt, dass dieses Blut praktisch die Erde, die Erdenaura verwandelt und dadurch dann dieser Impuls zur Höherentwicklung des Universums gegeben wird. Also eine zentrale Rolle, die Steiner seinem Christus gibt. Ja, aber es ist natürlich eine ganz verdrehte Sicht nach unserer Meinung von der Bibel her. Nun, der steinersche Christus schenkt aber auch keine Erlösung, sondern gibt einen, wenn auch angeblich wichtigen, Impuls zur Selbsterlösung der Menschen, indem nämlich auch in uns jetzt die Vergeistigung geschehen kann, aber die geschieht nur durch Reinkarnation und Karma, unsere Höherentwicklung. Also da haben wir wieder das System aus Hinduismus, Buddhismus, Esoterik, dass der Mensch immer wieder sich verkörpert auf der Erde in neuen Geburten und sich höher entwickelt durch seine Werke.
Also eine Bergreligion haben wir hier in der Anthroposophie. Und so möchte ich ein Zeugnis bringen von zwei ehemaligen Anthroposophinnen, die sind inzwischen schon beim Herrn, die haben sich noch bekehrt zu Jesus Christus, zum wirklichen biblischen Jesus. Und Christiane Gratinau, die hat auch ein Buch geschrieben in den 80er Jahren schon, die hat gesagt, wie viel Schuld allein aus diesem Leben würde ich im nächsten Leben abtragen müssen, bei dieser Reinkarnationslehre. Konnte ich denn jemals auf ein Ende meiner Verkörperungen hoffen? Dann nahm ich an einer christlichen Tagung teil und sie stellt fest, ich begriff, dass ich meiner Schuld nur dann tapfer und ehrlich ins Auge blicken kann, wenn ich wissen darf, dass es Vergebung dafür gibt. Eine Vergebung, die auch wirklich entlastend und befreiend zu erfahren ist. Endlich begriff ich, was es bedeutet, Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen zur Vergebung der Sünden. Zitat Ende. Soweit Christiane Gratinau. Also keine kosmische Höherentwicklung, kein Sonnenenergieimpuls, wenn Blut in die Erde tropft, sondern es ist das Opfer Jesu, das uns reinigt von aller Schuld und Befleckung, das unsere Sünden, unser Böses alles abwäscht, sodass wir in den Himmel kommen können zum lebendigen Gott. Das ist der biblische Weg zur Erlösung, in Kürze gesagt. Ich denke, die meisten wissen das hoffentlich. Aber jetzt habt ihr mal gesehen, wie Esoteriker auch Dinge verdrehen können. Und indem sie eben ihrem, ich kann es so mal sagen, Guru Rudolf Steiner praktisch alles glauben. Ich möchte noch ein Zeugnis bringen. Ich hätte das zeigen sollen, Entschuldigung. Da habe ich doch eine Folie übersehen. Da seht ihr nochmal das Ganze hier im Überblick. Zwei Jesusnarben, Christus als Sonnengeist, vereint sämtliche Religionen, Mysterium von Golgatha, Impuls der Evolution und Selbstvergottung, Reinkarnation, Karma und Kult des Ich. Dieses Ich, das praktisch als höheres Ich des Christus aufersteht, aber anders als in der Bibel zu verstehen. Und jetzt haben wir das Zeugnis von Heide Maria Backhaus. Und zwar ist das besonders bemerkenswert, weil sie ist inzwischen schon lange beim Herrn, als sie jahrelang zum engsten Schülerkreis von Rudolf Steiner gehört hatte. Die hat ihn also persönlich gekannt und hat im Jahr 1960, als sie in hohem Alter noch gelebt hat, folgenden Bericht gegeben. Ihr könnt es gerne mitlesen. Sie sagt, diese merkwürdige anthroposophische Selbsterlösung des Menschen wurde mir mehr und mehr unerträglich. Ich habe in dieser Welt wirklich nicht mehr atmen können. Es ist erstaunlich, wie ungeborgen im tiefsten Sinne man in dieser anthroposophischen Welt sein kann. Ich habe mich dann schließlich befreit, indem ich den inneren Entschluss gefasst habe, mich völlig davon zu trennen. Ich habe eines Tages diese Türe geöffnet und bin herausgegangen aus diesem erstaunlichen Reich und habe wirklich nur noch das eine inne gehabt. Gott, nimm mir dieses Ganze ab. Lass mich vor dir nichts sein als ein Kind. Und dann bin ich seltsamerweise nicht in einen Abgrund gefallen, sondern zum ersten Mal wieder in die Nähe Gottes. Das ist Gnade. Das ist es, was ich nur mit dem Wort Gnade bezeichnen kann, dass ich da nicht verloren war, sondern dass ich mit einem Mal wieder aufgenommen war, unmittelbar. Und sie fährt fort. Mit einem Male wurde es mir klar, dass wir wirklich allein durch den Sohn den Vater sehen, zu dem wir unmittelbar kommen dürfen. Nicht erst im Lauf von Inkarnationen, also Verkörperungen, nicht erst mit höher entwickeltem Sinne, also diesen hellseherischen Organen, nicht erst mit allen möglichen Willensanstrengungen, diesen Erkenntnisweg. Nein, sondern heute ist der Tag des Herrn. Heute darfst du kommen, so wie du bist. Ein wunderbares Zeugnis dieser ehemaligen Anthroposophin aus dem engsten Schülerkreis von Rudolf Steiner. Und ich kenne auch einige weitere, die auch durch unsere Aufklärungsarbeit aus christlicher Sicht da frei geworden sind, auch aus anderen Gruppen, esoterischen Vereinigungen und Sekten. Immer wieder führt der Herr Menschen heraus. Soweit zur Ehre des Herrn. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Wir singen jetzt ein Lied. Wir stehen dazu auf. Herr Bruder wird noch ein Lied vorschlagen und lüften durch. Und dann kommt der zweite Teil, wo es dann um die praktischen Anwendungen geht, die euch wahrscheinlich besonders interessieren. Also bleibt noch da. Wir singen auch nur das Lied, machen dann auch gleich weiter. Kommen wir zu den Waldorfschulen und zur Eurythmie zunächst mal. In Deutschland, allein in Deutschland, gibt es inzwischen rund 250 Waldorfschulen, rund 250 und fast 600 Waldorf-Kindergärten. Also praktisch in jeder Region, bestimmt auch da, wo ihr wohnt.
Und ihr habt euch bestimmt schon gefragt, was das ist, was da so drin vorkommt. Zum Beispiel die Eurythmie. Das ist jetzt unser nächster Punkt. Eurythmie. Und ja, da gibt es zum Beispiel ein Beispiel, was da so gemacht wird. Am 24. August 1912 fand in München die Uraufführung statt des dritten Mysteriendramas Rudolf Steiners mit dem Titel Der Hüter der Schwelle. Damit ist die Schwelle zur übersündlichen Geisterwelt gemeint, zu der man ja durch den Erkenntnisweg, den ich euch schon beschrieben habe, emporsteigen soll. Und dieses Mysteriendrama enthielt zum ersten Mal ein künstlerisches Element, das den Kern der darauf ausgebildeten Eurythmie enthält. Eurythmie kommt von Griechisch guter Rhythmus. Das ist praktisch auf Deutsch, wenn man so sagen will, was da vorkommt, der Tanz der Geister. In diesem Bild zum Beispiel, was ich euch jetzt hier vorlese. Da heißt es dann im sechsten Bild dieses Dramas, Luzifer spricht mit breitem Tone jedes Wort hervorhebend, in deinem Bildern wirken Weltenwesen. Dann die Beschreibung von der Seite des Luzifer bewegen sich Wesen heran, welche Gedanken darstellen. In tanzartiger Weise führen diese Bewegungen aus, welche Gedankenformen den Worten Luzifers entsprechend darstellen. Dann Ahriman, das sind ja diese Polarität des anthroposophischen Teufels, der ja aufgespalten wird in Luzifer und Ahriman, Lichtträger und verhärtendes Element. Ahriman, auch breitsprechend, doch rau sagt, die Weltenwesen, sie verwirren dich. Und dann heißt nach diesen Worten bewegen sich von Ahrimans Seite die Gedankenwesen und führen Tanzbewegungen seinen Worten als Formen entsprechend aus. Nach diesen werden die Bewegungen von beiden Gruppen zusammen ausgeführt. Die Nummern in Klammern sind übrigens immer die Nummern der Taschenbuchausgabe oder Gesamtausgabe der Werke Steiners. Das ist zum Beispiel hier in dem Fall Taschenbuchausgabe Band 608, der Hüter der Schwelle, Seite 79. Nun, es handelt sich nach den Worten Steiners nicht um Allegorien oder Symbole, sondern um wirkliche Wesen, die hier durch die Tänzer, durch die Schauspieler dargestellt werden. Man will praktisch die geistigen Welten auf die Erde holen. Mit anderen Worten, dagegen sind die Fantasiereisen und stille Übungen gar nichts, die an den anderen Schulen durchgeführt werden. Die Kinder, die werden hier praktisch Repräsentanten oder bilden die Körper aus zur Aufnahme dieser Geistwesen. Theologisch beurteilt haben wir auch wieder das Phänomen der Besessenheit, der okkulten Besetzung. Also ganz gefährlich und davor ist zu warnen. Und das ist Pflichtfach in Rudolf Steiner oder Waldorfschulen. Steiner selber hat gesagt, hier in Band 642 seiner Taschenbuchausgabe, wir denken uns also unter dieser eurythmischen Kunst etwas, ich möchte sagen, wie etwas wie eine Erneuerung, aber durchaus in moderner Form der alten Tempeltanzkunst. Bei dieser handelt es sich nicht darum, irgendetwas Willkürliches rein aus der Fantasie herauszuschaffen, sondern darum, etwas hineinzustellen in die Welt, das aus dem geistigen, aus den spirituellen Gesetzen des Weltendaseins selbst entnommen ist. Zitat Ende. Also die alte Tempeltanzkunst, da wissen wir auch, wie hier diese Götter dieser heidnischen Religion etwa bei den alten Ägyptern beschworen wurden. Eurythmie wird verstanden als sichtbare Sprache oder sichtbarer Gesang, der die Realität übersinnlicher Welten auf Erden abbilden will. Steiner spricht auch hier vom irdischen Abbild der Erzengelsprache. Hier unten, ich lese es nicht alles vor, aber unten das irdische Abbild der Erzengelsprache, da muss man wissen, dass das praktisch nicht die Engel sind wie in der Bibel, sondern höher entwickelte Menschen, die schon höhere Stufen des Daseins erreicht haben, wird behauptet. Aber in Wirklichkeit dämonische Mächte. Ich zitiere noch hier aus dem Lexikon des Geheimwissens von Miers, Seite 138, wo das noch deutlich wird. Da wird gesagt, nachdem von der Theosophie praktisch alle Religionen, der Okkultismus, die Magie und der Spiritismus bearbeitet worden waren, suchte Steiner auch die Kunst in den Dienst der anthroposophischen Theosophie zu stellen.
Es handelt sich dabei bei der Eurythmie besonders um Bewegungen, die das gesprochene Wort besser zum Ausdruck bringen sollen. Ähnlich der Macumba, wer kennt das? Brasilianische Tanz, ja, Religion. Ähnlich der Macumba, einem magischen Tanz der südamerikanischen Eingeborenen. Steiner bestätigt dies indirekt, wenn er sagt, der Rhythmus des Tanzes führt zu den Urzeiten der Welt. Die Tänze unserer Zeit sind eine Degeneration der uralten Tempeltänze, durch welche die tiefsten Weltgeheimnisse erkannt werden. Zitat Ende. Also früher waren die Tänze rituell, religiös, um Dämonen herbeizubeschwören, Geister, wie heute noch bei den Medizinmännern, bei den Angeistern, bei den Schamanen. In unserer Gemeinde ist jetzt ein ehemaliger Schamane, der sich bekehrt hat durch Gottes Hilfe, hat uns das auch schon erklärt, wie das alles abläuft. Also wir haben hier das ähnliche Prinzip der Geisterbeschwörung. Jetzt zu den Waldorfschulen selber. Waldorfschulen. Die erste Waldorfschule wurde 1919 begründet. Man höre durch den Besitzer der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik in Stuttgart, gar nicht weit von hier. Wir sind hier fast schon im Zentrum der Anthroposophie, was Waldorfschulen angeht. Und ja, sie wollte den Kindern eine Ausbildung auf spiritueller Grundlage bieten, damit sie auch diese geistige Dimension schon früh erleben können. Aber man hat gesagt, dass in der Waldorfschule selber keine Anthroposophie gelehrt werden soll. Das sei auch gar nicht möglich, weil erst mit 21 Jahren der Mensch vollständig seinen Ich-Leib ausgebildet hat. Das geschieht ja in 7-Jahres-Rhythmen, konnte ich noch nicht alles erklären. Diese Leiber, immer in 7-Jahres-Rhythmen werden die ausgebildet. Physischer Leib ist da, dann kommt Ätherleib, Astralleib, Ich-Leib, dann mit 21, 7, 14, 21. Also die Kinder können das noch gar nicht verstehen, was ihr heute hoffentlich alle jetzt verstanden habt. Können Kinder angeblich noch nicht verstehen. Ist auch klar, verstehen auch Erwachsene nicht immer. Muss auch nicht sein. Aber jedenfalls soll Anthroposophie deshalb nicht als System unterrichtet werden, aber die Anthroposophie soll in der Erziehung zur Tat werden. Und das sagt auch Steiner hier, dass es zur lebendigen Erziehungstat werden soll. Ihr habt es bestimmt schon gelesen in der Zeit. Also er sagt, sie soll nicht werden eine Weltanschauungsschule. Sie wollen nicht ihre Dogmen vortragen, sondern es soll lebendige Erziehungstat werden. Könnt ihr hier gerne nachlesen. Ich lasse nur ein bisschen stehen. Aber gerade dieses unterschwellige Leben dieser anthroposophischen Weltanschauung in der Schule, das dringt natürlich sehr tief in die Kinder ein, die davon geprägt sind, allein schon vom Baustil, da gibt es ja keine festen Winkel, diese Metamorphoseform, dieses Fließende, das alles in Übergängen ist, sieht das ja schön aus, gar keine Frage, aber das hängt auch mit dem Relativismus zusammen, die Weltanschauung des Relativismus, dass es keine festen biblischen Werte gibt, sondern alles so im Fließen ist, deshalb dieser Baustil. Habt ihr bestimmt schon gesehen, solche Häuser? Genau. Und dann auch die Lehrer sind natürlich, müssen Anthroposophen sein in der Regel, abgesehen von den konfessionellen Unterricht, evangelisch-katholisch, die dürfen auch dort unterrichten, das ist Vorschrift vom Staat her. Dann auch die Eurythmie, sehr einflussreich natürlich. Aber wie ist es denn mit dem Lehrplan an den Waldorfschulen? Ist der wirklich so neutral? Ich meine, es gibt ja keinen neutralen Lehrplan, auch nicht an den staatlichen Schulen, das wissen wir auch. Es ist auch nicht alles besser an den staatlichen. Man müsste schon christlichen Schulen gründen, ist meine Meinung, aber okay. Jedenfalls, ich zitiere mal aus dem Lehrplan, das ist die nächste Folie. Der Lehrplan der Freien Waldorfschule. Da wird zum Beispiel gesagt, also der ist nicht neutral, und dann kommt das erste Zitat hier. Die Pflanzenlehre wird immer im Zusammenhang mit dem Leben der Erde als eines lebendigen, einheitlichen Organismus behandelt. Also wir haben diesen Geist, diesen Christusgeist in der Erde als lebendiger Organismus. Dann wird gesagt, dass der Naturkundeunterricht ein Bild des Menschen mit sich nehmen soll, das ihm den Menschen als Zusammenfassung der Naturreiche als Mikrokosmos zeigt. Da haben wir das esoterische Prinzip von Mikrokosmos und Makrokosmos in der Naturkunde.
Dann die Evolutionslehre in ihrer steinerschen Form. Jedes Tier erscheint als ein verselbstständigtes Organ oder Organglied des Menschen. Die Tierwelt erscheint als der in seine Teile zerspaltene Mensch. Arme Tiere, ja. Also Tiere sind praktisch Abfallprodukte, kann man sagen, aus der Evolution des Menschen. So ist praktisch die Lehre in der Anthroposophie. Man kann es wirklich auch so ausdrücken, ja, diese Aufspaltung aus dem Menschen, dass er sich hier entwickelt, wird das Tierische ausgeschieden und so sind dann diese ganzen Tiere entstanden. Die armen Tiere, tut mir also leid, wenn sie so gesehen werden. Aber okay, und dann auch der Planetentanz, etwa in der Eurythmie. Es gibt hier Orientierungshilfen von verschiedenen Kirchen, zum Beispiel von der Evangelischen Kirche von Württemberg, haben wir hier eine Erklärung, die sagen, die weltanschauliche Durchdringung der gesamten Waldorferziehung und damit auch des Unterrichts ist ein zentrales Prinzip. Steiners Wissenschaftsbegriff setzt sich nachdrücklich ab vom modernen Wissenschaftsverständnis. Vorwissenschaftliche und außerwissenschaftliche Denkweisen und Überlieferungen haben in Steiners Erziehungskunst einen bedeutenden Platz. So werden zum Beispiel alte Sagen und Mythen in wissenschaftliche Schulbücher eingebaut und unkritisch dem Schüler als Lernpensum aufgetragen. In der Physik und Mathematik der Waldorfschule finden sich Elemente aus der Astrologie, also Sternendeutung. Im Geschichtsunterricht findet sich der Mythos vom untergegangenen Atlantis samt Jahreszahlen und kulturellen Detailbeschreibungen vermittelt als historische Fakten. Das ist ja alles mythologisch. Ja. Ich war ja mal auf Santorin, da soll ja Atlantis gewesen sein, untergegangen, da waren Vulkanausbrüche, aber was da alles herumgesponnen wird über diese Dinge, das sind natürlich alles Legenden. Und weiter, in der Tier- und Menschenkunde anthropomorphe symbolistische Parallelen, also menschengestaltige Parallelen, zum Beispiel zwischen dem Kopffüßler und dem Kopf des Menschen und so weiter. Ja, also da ist vieles eben doch nicht so neutral, wie es gesagt wird. Warum tun dann Eltern ihre Kinder in Waldorfschulen schicken? Sie haben natürlich auch manche Vorzüge. Man kann da nicht ohne weiteres sitzen bleiben, an sich gar nicht, außer wenn jemand absolut nicht mitkommt. Dann auch nicht dieser starke Leistungsdruck. Das Musische wird betont, das Handwerkliche. Und es gibt Elemente, das ist jetzt dieses Bild, die übernommen wurden aus anderen, zu Steiners Zeit fortschrittlichen pädagogischen Konzepten. Also Steiner hat eklektisch aus anderen pädagogischen Konzepten Elemente übernommen, die er eingebaut hat in sein System. Zum Beispiel die Ganzheitsschule von Hugo Gaudig, die den jungen Menschen in seiner Ganzheit von Leib, Seele und Geist bilden will. Durchaus ein positives Konzept und das wurde auch mit übernommen. Dann die Arbeitsschule von Georg Kerschensteiner, das ist das handwerkliche Arbeiten und der Epochenunterricht, dass man also nicht in jeder Stunde ein anderes Fach hat, sondern mal die ganze Woche nur Mathematik, dann eine ganze Woche Deutsch und so weiter, dass das dann mehr zusammenhängend ist. Das hat schon Kerschensteiner, Vorsteiner propagiert und hat er dann übernommen. Und dann auch die Lebensgemeinschaftsschule von Peter Petersen, das ist der Gedanke der Schulelterngemeinde, das alles wie so eine Gemeinde zusammensteht und ja, ein Geben und Nehmen auch von den Eltern. Aber das ist jetzt nicht original Steiner. Ich will jetzt seine Leistung nicht würdigen dadurch, aber muss man einfach wissen, das sind Fakten. Was er eingebracht hat, ist eben sein anthroposophisches Menschenbild, was ich als Christ für falsch halte, und eben die okkulten Elemente, von denen wir schon gehört haben. Jetzt gehen wir weiter zu dem, worauf ihr bestimmt schon lange wartet. Die Veleda- und Vala-Medizin. Auch hier wird altes Mysteriendenken eingebracht und er hat das nicht allein verfasst, diese Werke, sondern zusammen mit der damals jungen holländischen Ärztin Ita Wegmann hat er bereits 1911 einen Vortragszyklus gehalten über, man höre, okkulte Physiologie, also geheime Lehre über das Leibliche. Und danach, 1920, sprach er in Dornach vor etwa 35 Ärzten und Medizinstudenten über das Thema Geisteswissenschaft und Medizin. 1925, nach seinem Tod, kam posthum dann das Werk heraus, das Ita Wegmann dann herausgab und mit ihm verfasst hatte, Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst. Also die klassische Schulmedizin
Ich denke, da sind wir uns alle einig, die reicht natürlich nicht aus. Ich bin auch ein Anhänger der Naturmedizin, um das mal klar zu sagen. Also Pflanzenheilkunde, das nennt sich aber nicht Homöopathie, sondern Phytotherapie. Ja, Phytos und Therapie, Pflanzenheilkunde. Und was Homöopathie ist, werde ich gleich noch erklären im Unterschied dazu. Nun aber erstmal zum speziellen anthroposophischen Heilsystem. Das ist ja nochmal ein bisschen anders. Das ist ja jetzt nicht nur Homöopathie, aber die anthroposophische Heilkunde baut unter anderem auch auf der Homöopathie auf. Da merken wir schon, dass die gleiche Wurzel ist. In der Esoterik werden wir gleich noch drauf kommen. Nun, laut Steiner haben wir ja diese vier Leiber. Physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und Ichleib. Und außerdem haben wir aber auch noch drei Systeme, die ihr hier seht. Und zwar das Nerven-Sinnes-System, in dem das Geistige im Bewusstsein und Denken vorherrscht. Dann das Stoffwechsel-Gliedmaßensystem, in dem das leiblich-vegetative und der Wille dominieren. Und dann drittens das rhythmische System mit dem Schwerpunkt auf dem seelisch-gefühlsmäßigen in Atmung und Herztätigkeit. Das rhythmische System stellt den Ausgleich her zwischen den beiden anderen Systemen, die einander polar gegenüberstehen. Also das Prinzip der Polarität, ganz wichtig. Überhaupt in der Esoterik haben wir die Polarität bei Steiner zwischen Luzifer und Ahriman, also Geistigem und Materiellem. Und im chinesischen Daoismus, Lao Tse, Tao Te Ching, da finden wir natürlich die bekannte Polarität von Yin und Yang. Bestimmt auch schon mal gesehen, ja, dieser Kreis, wo das schwarze Feld mit dem weißen Punkt ist und das weiße Feld mit dem schwarzen Punkt, dazwischen die Schlangenlinie. Das ist auch das Prinzip der Polarität. Und da muss der Ausgleich stattfinden durch das dritte System, das rhythmische System mit dem Schwerpunkt des seelisch-gefühlsmäßigen. Ist natürlich auch ein Pünktchen Wahrheit drin, nämlich wenn zu starke Konflikte in unserem Leben sind, dass wir dann auch aufgerieben werden können dazwischen und das Ausgleich gut tut, das ist natürlich ganz klar. Aber hier geht es hinein in okkulte Dinge und das werden wir jetzt gleich hören. Und zwar wollen wir mal hören, wie Steiner selber die Diagnostik vorgenommen hat, also die Erkenntnis, welche Krankheit vorliegt. Wenn ihr zum Arzt geht, dann wird er erstmal eine Diagnose treffen, was eigentlich euch fehlt. Und Rudolf Steiner hat das auch gemacht, er war ja kein Arzt, aber Hellseher. Und wir sehen jetzt, wie er das gemacht hat. Aus dem Buch Steiner Biografie von Gerhard Wehr zitiere ich hier. Er sagt, für jeden seiner Besuche bereiteten wir sorgfältig alles vor. Analysen und Untersuchungsbefunde lagen bereit. Er, also Steiner, sah sich alles genauestens an. Dann aber, als die Patienten vor ihm standen, war seine Methode völlig verschieden von der hergebrachten. In scharfer Konzentration schaute er auf den Patienten. Sein Blick wandte sich den übersinnlichen Wesensgliedern dieses Menschen zu. Ihm war es möglich, mit exaktem Hellsehen die Ursache der Krankheit zu erforschen. So konnte er einmal bei einem Patienten, der jahrelang an Ekzemen gelitten hatte, sagen, die Ursache liege in einer Vergiftung, die er sich als Kind zugezogen habe. Der Patient konnte sich zunächst an nichts erinnern. Dann aber fiel ihm ein, dass er etwa in seinem 9. Schuljahr versehentlich im Physiksaal Salzsäure getrunken habe. Die jahrzehntelang zurückliegende Ursache der Erkrankung hatte Rudolf Steiner in dem heute vor ihm stehenden Menschen wahrgenommen. Zitat Ende. Und zwar durch Hellsehen. 5. Mose 18, Vers 9, ihr sollt euch nicht zu den Hellsehern wenden. Also, Totenbefragung, all diese Dinge, das ist Gott ein Gräuel, dürfen wir nicht tun. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich, hier haben wir also nochmal 5. Mose 18, diese Stelle. Lasst es mal kurz stehen, dann könnt ihr das lesen. Und nun kommen wir zu der Homöopathie. Das ist ja von Griechisch Homoios, Ähnliches. Also die Krankheit wird durch Ähnlichkeitsregel behandelt. Das, was dem Krankheitsbild am ähnlichsten ist, das wird zur Therapie eingesetzt. Nun, die anthroposophischen Heilmittel, die werden auch auf der Basis der Homöopathie von Samuel Hahnemann, das war ja der Erfinder der Homöopathie, dargestellt.
Der Anthroposoph Adolf Baumann schildert in seinem ABC der Anthroposophie den Vorgang, wie diese Heilmittel hergestellt werden. Ich lese mal vor, ihr könnt es hier mitlesen. Als Trägersubstanz oder Medium, mit der der Heilstoff verdünnt wird, dienen in der Regel Wasser oder Alkohol und Milchzucker, wenn es sich um eine Verarbeitung von fester Substanz handelt. Was für die Befreiung der Heilkräfte aus den Substanzen eine Rolle spielt, ist dabei nicht der Vorgang der Verdünnung, sondern die Aufschließung der materiellen Substanz durch gründliches Verschütteln bzw. Verreiben bei jedem Verdünnungsschritt. Höhere und hohe Potenzen, lateinisch Potentia, die Kraft, ja, Kraftentfaltung, wie beispielsweise D12, also ein Teil Wirkstoff auf eine Million Trägerstoff, oder gar D30, sind so gewaltige Verdünnungen, schreibt es dieser Anthroposoph, dass nach mathematischer Berechnung eine medizinisch angewandte Qualität eines Heilmittels mit größter Wahrscheinlichkeit kein einziges Atom der potenzierten Heilsubstanz mehr enthält. Also was Materielles angeht, völlig unmöglich. Aus seiner geisteswissenschaftlichen Forschung bestätigt Steiner jedoch, dass besonders in so hohen Potenzen, wo praktisch materiell nichts mehr drin ist, nichts mehr messbar drin ist, dass gerade in solchen hohen Potenzen starke geistige Kraftwirkungen der verdünnten physischen Substanz freigesetzt sind. Habt ihr gut aufgepasst? Je weniger Materie, umso mehr Geist. Welcher Geist? Ja. Okay, also starke geistige Kraftwirkungen. Er erklärt sie als eine Art geistige Essenz der materiellen Substanzen, welche ihrerseits wieder nichts anderes sind, als in einem langen Prozess der Erdentwicklung zu irdischer Dichte geronnene geistige Kräfte. Zitat Ende. Also, jetzt muss man fragen, welcher Geist, was für ein Geist wird denn in diese Substanzen eingefangen, wenn materiell da nichts mehr ist? Und seht ihr, der Unterschied zur Pflanzenheilkunde, Phytotherapie, ist eben, dass da ganz klar Substanzen wirken. Im Kamillentee sind nachweisbare Wirkstoffe drin, in allen anderen Tees oder Säften. In allen Pflanzen hat es irgendwelche Stoffe. Es gibt auch giftige Pflanzen, also man muss da aufpassen. Übrigens in der Anthroposophie werden auch häufig giftige Pflanzen verarbeitet, aber die werden so verdünnt, dass dieses Gift nicht mehr wirkt, weil praktisch nur noch der Geist dann am Ende wirkt. Bis D6 kann man noch was nachweisen, aber darüber hinaus ist dann wirklich nur noch die geistige Wirkkraft. Aber auch vorher schon, das wird immer mit D und C gemessen, Dezimalpotenz und Zentesimalpotenz, also Zehner-Schritte und Hunderter-Schritte. Wenn das draufsteht, dann wisst ihr, dass es homöopathisch und nicht pflanzlich ist. Eben nicht pflanzlich. Da können auch Tierknochen oder andere Sachen verarbeitet werden. Also es hat mit Pflanzen an sich wenig zu tun letztendlich, diese homöopathischen oder anthroposophischen Heilmittel. Ja, aber ich bin jetzt kein Mediziner, ich sage das als Theologe, dürfte mich nachher da nicht in Einzelheiten verwickeln. Ich zitiere deshalb auch bewusst hier, was Anthroposophen selber sagen über diese geistige Wirkung von diesen homöopathischen oder anthroposophischen Heilmitteln mit D- und C-Potenzierungen. Die homöopathische und damit auch anthroposophische Wirkung erfolgt also nicht substanziell, etwa durch Pflanzenwirkstoffe, sondern geistig aufgrund einer bei der Potenzierung eingefangenen Kraft. Vergleichbar mit dem spiritistischen Mesmerismus. Der christliche Mediziner Georg Müller, nicht zu vergleichen mit dem Waisenhausgründer, Georg Müller, der war also Arzt, ich habe ihn mal selber kennengelernt, wo ich in der Gegend in Hessen gewohnt habe, in der Nähe von Gießen. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Heilkraft durch Verdünnen, Fragezeichen. Und das haben wir hier auch schon eingeblendet. Das Zitat möchte ich bringen, was er als Mediziner dazu sagt. Also er schreibt Folgendes: Wenn nun die hintergründigen Vorstellungen über Simili-Regel, also Ähnlichkeitsregel, Lebenskraft und Potenzenlehre bekannt sind, überrascht es nicht, dass Hahnemann der Heilkraft des animalischen Magnetismus beinahe das gleiche Vertrauen schenkte wie der selbstentwickelten homöopathischen Heilkunst. Dies bestärkt die Annahme, dass letztlich der sogenannte Geist der Homöopathie
aus ähnlichem okkulten Wissen gespeist wird, wie es offensichtlich für den Mesmerismus gilt. Sowohl die Ähnlichkeitsregel, Simili-Regel, als auch die Potenzenlehre, Dynamisation, entspringen beide magisch-kosmischen Religionsvorstellungen. Die Homöopathie ist kein Naturheilverfahren, sondern eine übernatürliche Heilkunst. Wenn Gott auf übernatürliche Weise das Leben des Menschen beeinflusst, bedient er sich seiner unmittelbaren geistlichen Macht. Andere Mächte, welche Namen sie auch tragen, wirken außerhalb und somit in Opposition zu Gottes Geist. Zitat Ende. Ganz klare Aussage eines christlichen gläubigen Mediziners. Übrigens, der Name auf diesen Heilmitteln heißt ja, wer weiß es meistens, Veleda. Veleda, nicht? Gibt es ja viele Präparate. Und wer war Veleda? Es war eine germanische Heilpriesterin am Oberlauf der Lippe, die bald nach ihrem Tod als Göttin, als heidnische Göttin verehrt wurde. Also auch das ist nochmal ein Hinweis für diese geistige Wurzel, eine heidnische Gottheit. Ita Wegmann hat geschrieben, es war stets das Bestreben Rudolf Steiners, das alte Mysterienwesen zu erneuern und in die Medizin einfließen zu lassen. Da haben wir also nochmal einen Beweis aus eigenem Mund, die Ärztin, mit der er zusammen seine Erweiterung der Heilkunst verfasst hat. Jetzt gehen wir weiter zum Landbau. Biologisch-dynamisch, da haben wir auch wieder biologisch, ja, lebensgesetzlich auf Deutsch, und dynamisch kommt von Griechisch Dynamis, die Kraft, die Energie. Und ich werde oft angerufen, ich bin da bei einem Heilpraktiker und der macht irgendwas, ist das okkult oder nicht? Ich sage dann immer, prüfen Sie, ob da von irgendeiner Energie, von Energieströmen die Rede ist. Da haben Sie ein esoterisches Grundprinzip. Sobald hier energetische Kräfte im Spiel sind, wenn er einfach nur massiert oder Ihnen ein substanzielles Mittel gibt, ein Kraut oder irgendwas, ist es nicht okkult. Aber sobald Energieströme sind, unerklärliche Meridiane oder solche, die nicht mit den Nerven vereinbare Dinge sind, ja, dann müssen Sie aufpassen. Das kann sehr stark dann doch auf esoterische Einflüsse hinweisen, hinter denen ja der biblische Luzifer, der gefallene Lichtengel, steht. Nun gehen wir zum Demeter-Landbau. Wer ist Demeter? Das war die heidnische Fruchtbarkeitsgöttin der Griechen. Demeter, nicht? Haben wir auch wieder den heidnischen Namen. Veleda, heidnische Gottheit bei den Kelten Demeter bei den Griechen. Nun, auch da in dieser biologisch-dynamischen Landwirtschaft, ich bin also auch für biologischen Landbau, möglichst wenig Gift und die Tiere und die Pflanzen schützen, das ist klar, aber das ist biologisch oder biologisch-organisch oder integrierte Landwirtschaft. Aber wo es speziell biologisch dynamisch ist, da habt ihr das Anthroposophische. Ne? Dynamisch, das ist anthroposophisch. Oder Demeter, da kann man es erkennen. Das ist dann diese Weltanschauung, die dahinter steht. Also richtig verstanden, biologisch halte ich für okay. Kompost und so weiter machen wir auch. Und wir spritzen auch nicht die Bäume und die Sträucher. Aber dynamisch, da werden die Sachen so zubereitet, wie er es jetzt hier beschreibt. Und zwar wird hier auch die kosmische Energie eingefangen in die Trägersubstanzen, in den Dünger zum Beispiel, kosmische Kräfte von den astrologischen Konstellationen der Sterne. Da merken wir das magische Weltbild mit diesen gefallenen Geistwesen, diesen dämonischen Mächten im Hintergrund. Da gibt es einen Aussaatkalender und zu bestimmten Sternkonstellationen soll man aussehen, ne? Maria Thun, ich kenne das alles, ich war ja früher auch Anthroposoph, von daher kenne ich das alles noch. Also da haben wir all diese Dinge. Und nun schreibt er zum Beispiel im landwirtschaftlichen Kurs 1924 gehalten, hat er den Vortragszyklus, ein Rezept zum Beispiel gegen Feldmäuse. Ich weiß nicht, ob ihr Feldmäuse habt, aber ich empfehle euch jetzt nicht, das hier so zu machen. Da steht jetzt Folgendes, wörtlich von Steiner. Band 640, Seite 159, folgender. Wir verschaffen uns zur Zeit des Stehens der Venus im Zeichen des Skorpions, also sagen wir die Astrologie, diesen Mäusebalg und verbrennen da diesen Mäusebalg, nehmen sorgfältig dasjenige, was sich da jetzt entwickelt durch das Verbrennen der Asche, überhaupt an Bestandteilen, die herausfallen. Und in dem, was dadurch das Feuer vernichtet wird, bleibt jetzt übrig die negative Kraft, gegenüber der Reproduktionskraft der Feldmaus, also Vermehrungskraft.
Wenn Sie nun den auf diese Weise gewonnenen Pfeffer ausstreuen auf Ihre Felder, und zwar, wenn er richtig bei der Hochkonjunktion von Venus und Skorpion durch das Feuer hindurchgeleitet worden ist, das ist die Voraussetzung, so werden Sie darin ein Mittel haben, dass die Mäuse dieses Feld meiden. Zitat Ende. Also es muss bei dieser astrologischen Konstellation zubereitet werden, dieser Pfeffer, der da ausgestreut wird. Dann noch ein Beispiel, weil es so schön war. Zum Dünger im Kuhhorn. Also hier haben wir Dünger, der im Kuhhornkörner eingesetzt wird. Und warum das geschehen muss, das erklärt Steiner hier. Band 640, Seite 98 folgende. Etwas Lebensstrahlendes und sogar astralisch Strahlendes haben Sie im Horn, im Kuhhorn. Es ist schon so, würden Sie im lebendigen Kuhorganismus herumkriechen können, so würden Sie, wenn Sie drin wären, im Bauch der Kuh, das riechen, wie von den Hörnern der Kuh aus das astralisch Lebendige nach innen strömt. Sehen Sie, dadurch, dass wir nun das Kuhhorn mit seinem Mistinhalt eingegraben haben, dadurch konservieren wir im Kuhhorn drinnen die Kräfte, die das Kuhhorn gewohnt war, in der Kuh selber auszuüben, nämlich rückzustrahlen dasjenige, was Belebendes und Astralisches ist, also was von den Sternen kommt. Und es wird der Mistinhalt des Kuhhorns mit diesen Kräften innerlich belebt. Das ganze Lebendige wird konserviert in diesem Mist. Zitat Ende. Also hier verbinden sich Astrologie, Magie und Analogiezauber miteinander und natürlich auch sehr viel Fantasie. Ich vorstelle, ich kriege in der Kuh rum und merke das Astralische von den Sternen, das ist schon sehr spannend. Er konnte schon sehr lebendig sprechen. Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt. Könnt ihr noch ein bisschen, Viertelstunde, ich weiß es sehr lange. Wir haben ja heute Abend noch einen Vortrag, kein Problem, ich bin noch frisch, brauche keine Angst haben. Nächster Punkt ist die Christengemeinschaft. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen? Das ist praktisch die Kultusvereinigung, die aus der Anthroposophie hervorgegangen ist. Also Anthroposophen, eigentlich bilden sie keine religiöse Vereinigung, sie sind eher so ein gnostischer Geheimverein. Aber es haben einige doch gesagt, wir müssen den Leuten etwas Religiöses bieten, so etwas Ähnliches wie Abendmahl oder wir müssen Priestergewänder anziehen und eine Wandlung da vollziehen und all diese Dinge, den Leuten fehlt das. Und dann haben sich solche Theologen, einige Theologen damals in den 20er Jahren, also vor 100 Jahren, ziemlich genau 100 Jahren war das alles, so lange ist schon her, um Rudolf Steiner geschart. 1921 fand der erste Theologenkurs statt, dann 1922 der dritte Theologenkurs in Dornach und da wurde die Christengemeinschaft gegründet mit ihrer Menschenweihehandlung. Am Schluss heißt es dann immer, die Menschenweihehandlung, das war sie. Also ganz feierlich, so liturgisch, kultisch. Und das Interessante ist, man hat Elemente übernommen in dieser, man kann sagen Sekte, aus verschiedenen Kirchen, zum Beispiel aus dem Katholizismus hat man übernommen den Priestergedanken, den Wandlungsgedanken bei der Menschenweihehandlung, das ist praktisch das anthroposophische Abendmahl, oder die reiche Liturgie mit Weihrauch und so weiter, also äußerlich sehr beeindruckend, ja, so wie die Katholiken halt mit ihren Priestergewändern aufmarschieren, ist es dort auch. Dann hat man aber zugleich von einem liberalen Protestantismus, also bibelkritischen Protestantismus, da grenzt man sich ab, aber man hat trotzdem übernommen die sogenannte Freiheitsphilosophie, die Dogmenfeindlichkeit gegen römische Dogmen, den Evolutionismus, das Frauenpriestertum, all diese Dinge, das haben die Anthroposophen schon von Anfang an gehabt. Also da ist die Frauenordination schon sehr alt, was ja übrigens auch gegen Gottes Wort ist. Und inhaltlich aber natürlich die anthroposophischen Lehren und naturreligiösen Komponenten. Alles das haben die schon vor 100 Jahren übernommen. Und natürlich wird gelehrt, die vier Leiber, auch Ätherleib, Astralleib, Ichleib und so weiter, die Höherentwicklung zum Kosmos der Liebe, der Christus-Sonnengeist, der sein Blut in die Erde senkt, damit sich das Universum höher entwickelt, einen Erlösungsimpuls uns gibt und wir müssen durch Reinkarnation und Karma uns höher entwickeln. Alle diese steinerischen Lehren haben sie natürlich voll drin in dieser Christengemeinschaft. Also nicht zu verwechseln mit christlicher Gemeinschaft. Es ist die Christengemeinschaft, so nennt sich das. Und
Was ich jetzt noch betrachten möchte, einfach mal vorlesen, ist das neue Bekenntnis, das Sie haben. Ihr habt schon die ganze Zeit hier sehen dürfen, das hat man ja schon gelesen. Wir lesen es mal gemeinsam und dann fällt uns vielleicht gleich auf, was von der Bibel abweicht. Ich mal sehen, ob ihr noch wach seid. Und zwar: ein allmächtiges, geistig-physisches Gotteswesen ist der Daseinsgrund der Himmel und der Erde, das väterlich seinen Geschöpfen vorangeht. So heißt es hier. Nun, was wird hier als Gott dem Vater gemacht? Im apostolischen Bekenntnis: ein unpersönliches Gotteswesen. So eine Gottheit, einfach nur. Ein Weltengrund, so wie im Pantheismus, ja, in der Mystik. Ähnlich dem hinduistischen Brahman. Also kein persönlicher Gott, zu dem wir Abba, lieber Vater, sagen dürfen. Und weiter: Christus, durch den die Menschen die Wiederbelebung des ersterbenden Erdendaseins erlangen, ist zu diesem Gotteswesen wie der in Ewigkeit geborene Sohn. Hier wird aus Jesus Christus, Gottes Sohn, wird der Christus, der sich zu diesem Gotteswesen wie der in Ewigkeit geborene Sohn verhält, eine reine Allegorie, aber nicht wirklich, dass Jesus der einzigartige und alleinige Sohn Gottes ist. Das ist praktisch ein Wesen, das kam als Sonnengeist und uns zur Evolution einen Impuls gegeben hat, nach dieser anthroposophischen Sicht. Und zwei Personen macht man aus Jesus und Christus, obwohl Christus in der Bibel keine zweite Person ist, sondern lediglich ein Würdetitel. Es bedeutet einfach Messias oder Gesalbter. Jesus von Nazareth ist der Messias. Und dann schon gar keine zwei Jesusnamen. Also habe ich ja schon erklärt, wie abenteuerlich diese Lehren sind. Und dann geht es weiter. Heißt es dann: in Jesus trat der Christus als Mensch in die Erdenwelt. Da haben wir genau diese Aufteilung Jesus und Christus. Jesu Geburt auf Erden ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, der um die Sündenkrankheit an dem Leiblichen der Menschheit geistig zu heilen, den Sohn der Maria zur Hülle des Christus bereitete. Ja, muss man schon mal 10-mal um die Ecke denken, aber ich glaube, nach dem, was ich euch vorgetragen habe, versteht ihr, was da dahinter steckt. Also Jesus ist nur noch die Hülle für den Sonnengeist, der die Hülle aber verlässt vor der Kreuzigung. Aber das Blut war verwandelt und so weiter. Also aus Jesus Christus werden zwei Personen gemacht. Und man hat mit dieser Bezeichnung von der Hülle des Christus die alte gnostische Irrlehre des Doketismus, der Scheinleiblichkeit Christi. Dass der Christus nur einen Scheinleib, keinen wirklichen Leib getragen habe, auch nicht wirklich am Kreuz gestorben sei, nicht wirklich für uns die Erlösung vollbracht habe. Das war eine alte, schon in altkirchlicher Zeit eine Irrlehre, die verurteilt wurde von der gesamten Christenheit. Und hier in der Anthroposophie ist sie wieder neu aufgetreten. Ja? Doketismus nennt sich das. Scheinleiblichkeit. Aber wenn das so wäre, hätten wir keine Erlösung. Also man muss leider sagen, falls Anthroposophen das mal hören, vielleicht auch im Internet: glaubt an den wirklichen Herrn Jesus Christus, der wirklich sein Leben hingegeben hat am Kreuz von Golgatha. Und er hat die völlige Erlösung vollbracht, wie es im Hebräerbrief Kapitel 9 steht. Nicht ein Scheinleib ist hier gestorben, sondern wirklich der Sohn Gottes. Nicht der Vater, sonst wären wir Patripassianer, das wäre eine andere Irrlehre. Aber der Sohn, er hat sich geopfert für uns, ganzer Gott und ganzer Mensch. Nicht Gott der Vater, aber Gott der Sohn hat sein Leben hingegeben und ist siegreich auferstanden, um uns zu erlösen von Sünde, Tod und Teufel. Lesen wir noch weiter. Ich möchte es jetzt auch nicht unendlich ausdehnen. Dann heißt es: der Christus Jesus hat unter Pontius Pilatus den Kreuzestod erlitten und ist in das Grab der Erde versenkt worden. Im Tode wurde er der Beistand der verstorbenen Seelen, die ihr göttliches Sein verloren hatten. Also er hilft praktisch auch den Verstorbenen zur Evolution, zur Höherentwicklung. Haben wir den Kontakt mit der Totenwelt, den die Bibel uns auch verwehrt. Dann überwand er den Tod nach 3 Tagen, wie auch immer das hier zu verstehen ist, aber nicht so wie in der Bibel. Er ist seit dieser Zeit der Herr der Himmelskräfte auf Erden und lebt als Vollführer der väterlichen Taten des Weltengrundes mit denen, die er durch ihr Verhalten dem Tod der Materie entreißen kann. Das hat ja alle Fachleute und wisst genau, was da dahinter steckt. Es geht nicht um eine wirkliche Erlösung von Sünden im Sinne von
Verlorenheit vor Gott, sondern die Materie ist praktisch die Sünde. Und der Christus führt den Menschen zur Vergeistigung empor. Diese Gnosis, diese übersinnliche Erkenntnis, wo schon in der Bibel heißt, glaubt nicht der fälschlich sogenannten Gnosis. Da wird er schon gewarnt, schon im Neuen Testament vor solchen Lehren. Die gab es schon immer. Und dann noch, durch ihn kann der heilende Geist wirken, nicht der heilige Geist. Man muss schon genau auf die genauen Ausdrücke achten. Der heilende Geist, der die Sündenkrankheit des Materialismus beseitigt. Gemeinschaften, deren Glieder den Christus in sich fühlen, dürfen sich vereinigt fühlen in einer Kirche, der alle angehören, die die heilbringende Macht des Christus empfinden. Also auch so gewisse Gefühlsmystik kommt jetzt hier hinein. Sie dürfen hoffen auf die Überwindung der Sündenkrankheit, in Klammern des Materialismus, anders zu verstehen als in der Bibel, auf das Fortbestehen des Menschenwesens, was sich ja immer höher entwickelt in der Evolution nach dieser Sicht, und auf ein Erhalten ihres für die Ewigkeit bestimmten Lebens. Ja, so ist es. Soweit dieses Bekenntnis der Christengemeinschaft. Nun komme ich zum Ende. Wir haben gesehen, Anthroposophie und christlicher Glaube, da gibt es zwar ähnliche Begriffe zum Teil, und das haben ja sämtliche Glaubenssysteme, die von der Bibel abweichen, und Sekten auch so an sich, dass sie biblische Begriffe zwar verwenden, aber die umdeuten in ihr Schema, in ihr vorgefasstes System hier, in dieses esoterische System des Rudolf Steiner. Und was die besondere Gefahr ist, ist eben die Religionsvermischung. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und hier in der Anthroposophie hat man eine Religionsvermischung aber so raffiniert getan, dass die in Christus erfolgt. Versteht ihr? Nicht außerhalb. Da ist Buddha, da ist Mohammed, da ist Christus. Sondern die sagen ja, in Christus kommen alle Religionen zusammen. Eine ganz raffinierte Verführung Satans, muss man hier so sagen. Das ist so raffiniert, fast so ähnlich wie im Islam, wo man Jesus auch nicht ganz beseitigt hat, sondern gesagt hat, er ist ja ein Prophet. Wir verehren ihn ja auch, aber halt nicht als Gottes Sohn und Erlöser. Und hier in der Anthroposophie, Jesus, Christus im Zentrum, in der Jesushülle, im Unterschied zur Theosophie von Blavatsky, Christus im Zentrum. Aber was für ein Christus, muss man rückfragen. Was, ein ganz verfälschter, wo alle Religionen jetzt zusammenkommen. Die ganze Bibel sagt aber, dass es nur den einzig wahren Gott gibt. Den einzig wahren Gott, du sollst keine anderen Götter neben ihm haben. Hier jetzt ein Zitat von Steiner, wo das ganz deutlich wird, was eigentlich das Ziel ist, dieses Geistes, der die Anthroposophie eingegeben hat, Steiner und seinen Schülern. Welcher Geist hier dahinter steckt, offenbart sich hier. Steiner sagt in Band 139 seiner gesammelten Werke, was wird kommen, wenn sich so die einzelnen Bekenner der verschiedenen Religionssysteme verstehen werden? Wenn der Christ zum Buddhisten sagen wird, ich glaube an deinen Buddha, und wenn der Buddhist zum Christen sagen wird, ich kann das Mysterium von Golgatha verstehen, wie du es selbst verstehst. Was wird kommen über die Menschheit, wenn so etwas allgemein werden wird? Friede wird kommen über die Menschen, gegenseitige Anerkennung der Religionen. Und die muss kommen. Und die anthroposophische Bewegung muss sein, ein solches gegenseitiges, wahrhaftiges Erfassen der Religionen. Zitat Ende. Also, gegen die Absolutheit des einzig wahren Gottes, gegen die Absolutheit Jesu Christi als des einzigen Weges zum Vater, Johannes 14, Vers 6, Apostelgeschichte 5 oder 4, Vers 12, es ist in keinem anderen das Heil, ganz klarer Widerspruch gegen die gesamte Heilige Schrift. Und wir wissen ja, wenn wir die Bibel lesen, immer wo das erste Gebot übertreten wurde, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, kam das Gericht über die Menschen. Es steht aber ganz klar geschrieben, ich bin Jahwe, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeführt habe, sollst keinen anderen Götter neben mir haben. Und Jesus spricht, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Das bleibt ganz klar bestehen. Und wir müssen bei der Beurteilung sämtlicher Lehren immer von den klaren Stellen ausgehen, damit wir nicht selber verführt werden. Wir dürfen wissen, Jesus Christus ist Sieger. Er hat den Sieg errungen über alle gottfeindlichen Mächte, über alle Irrlehren. Aber wir können nur bewahrt werden, wenn wir sein Wort kennen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir im Gebet mit ihm verbunden sind, wenn wir unsere Versammlungen nicht verlassen, wenn wir uns auch informieren über Irrlehren. Aber wichtiger ist, dass man das Original kennt, nämlich die Heilige Schrift. Das ist das ganz Wichtige. Und das möchte ich schließen mit einem Zitat aus der Bibel.
was überraschend deutlich auch die Anthroposophie prophetisch voraussagt und auch zugleich ablehnt. Lasst euch überraschen. 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5. Da schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes, Folgendes. Auch, liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, ja, diese Menschenweisheit, Anthroposophie, euch zu verkündigen, die göttliche Predigt. Denn ich hielt nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten, den wirklich Gekreuzigten, ja, nicht irgendein Scheinleib. Auch war ich bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, aber wieder die Menschenweisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht bestehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und was heißt griechisch Menschenweisheit? Sophia Anthropon. Im Grunde das gleiche wie Anthroposophie, die Weisheit vom Menschen oder die Weisheit. Es ist zwar gemeint, die Weisheit über den Menschen, aber man kann auch sagen, die Weisheit, die nur der Mensch über sich selber hat. Alles das wird ja abgelehnt. Er ist inspiriert von Gott und nicht auf Menschenweisheit und nicht auf irgendwelche Dinge, die von falschen Mächten hier eingegeben werden. Ja, es war jetzt viel und ich danke euch, dass ihr so lange zugehört habt. Ich möchte schließen mit Gebet und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der wahrhaftige Sohn Gottes bist, dass du wirklich dein Leben hingegeben hast zu unserer Erlösung. Und wir sehen aber, was sich Menschen alles ausgedacht haben, verführt sind und auch andere verführen. Herr, mach sie frei davon, von solchen falschen Lehren und bewahre auch uns auf deinem schmalen Weg. Wir loben und preisen dich. Amen.